Herzlich willkommen am KFG. Mein Name ist Michael Altirowitz. Ich bin der Schulleiter, der Direktor dieser schönen Schule. Darf ich Ihnen unser KFG, unser Kurfürst-Friedrich-Gymnasium vorstellen? Ach, kommen Sie einfach mit hinein. Liebe Kinder, ich habe hier auf meinem Tisch vier Gegenstände liegen. Bücher, Schlüssel, einen Schirm und eine Eule. Eine geöffnete Tür, die habe ich euch schon zu Beginn gezeigt. Diese fünf Symbole stehen für ganz bestimmte Ziele, die wir am KFG für euch und vor allem mit euch erreichen wollen. Wofür die einzelnen Symbole stehen, findet ihr vielleicht, wenn ihr die Präsentation zusammen mit euren Eltern aufmerksam anschaut, heraus. Am Ende werden wir das Rätsel dann, versprochen, gemeinsam auflösen. Irgendwie bin ich schon ein wenig stolz auf die lange Geschichte, die das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium aufzuweisen hat. Keine Schule ist so eng mit der Geschichte von Heidelberg und den Menschen in Heidelberg verbunden wie das KFG. Im Jahr 1546 fand der Kurfürst Friedrich II. Er müsse etwas für die Bildung der jungen Menschen in Heidelberg tun. Daher gründete er, ach ja, ein Kurfürst konnte das einfach so tun, das sogenannte Pädagogium. Dieses Pädagogium war Teil der Universität von Heidelberg. Und in diesem Pädagogium wurden junge, begabte Menschen auf das Studium an der Universität vorbereitet. Und aus diesem Pädagogium entstand letztendlich unser heutiges KFG. Das Gebäude, in dem wir heute unterrichten, wurde im Jahre 1894 vom damaligen Stadtarchitekten Josef Durm geplant und gebaut. Es steht in seinen alten Teilen unter Denkmalschutz. Eine moderne Schule mit Tradition, so lautet unser Motto im Untertitel. Ja, das KFG ist in diesen 475 Jahren, die es erlebt hat, immer jung und modern geblieben. Immer wieder war es gerade das ehrwürdige Kurfürst-Friedrich-Gymnasium, da sich an die Erfordernisse der Gegenwart und ja, die der Zukunft anpassen musste. Diese Fähigkeit, sich immer wieder zu reformieren und dennoch die eigene Tradition nicht zu vergessen, ist ein über die Jahrhunderte erlerntes Charakteristikum des KFG. Oder, wie sagt es der bekannte Pädagoge Comenius auf Lateinisch, Schola semper reformanda est, die Schule muss sich immer wieder neu erfinden, muss immer wieder neu gedacht werden. Am KFG lernen wir in drei Häusern, die dann noch durch die Sportstätten für die verschiedenen Sportarten und Stufen ergänzt werden. Im Haupthaus mit seiner eindrucksvollen historischen Fassade. Wir lernen im Sophienhaus, in dem die Naturwissenschaften beheimatet sind, und wir lernen im Luisenhaus gegenüber der Athos-Klinik. Dort werden die 6. und die 7. Klassen unterrichtet, dort sind sie zu Hause. Drei Orte des Lernens, drei Orte der lebendigen Begegnung.
Kommen Sie mit. Lassen Sie uns kurz ein paar Blicke in diese Orte des Lernens werfen. Ja, wenn ich von Orten des Lernens spreche, dann will ich immer auch von Orten der Begegnung sprechen. Denn Lernen ist so sehr mit dem Zusammensein, so sagt es schon Sokrates, er nennt es Synousia Zusammensein. Denn Lernen ist so sehr mit dem Zusammensein und dem gemeinsamen Leben verbunden. Und ja, das wissen wir alle, liebe Eltern, Lernen ist ein Vorgang, der sich weit über die Schulzeit und das Schulgebäude hinaus erstreckt. Die Naturwissenschaften finden bei uns in renovierten Räumen statt, die für das moderne, experimentelle Unterrichten eingerichtet sind. Die Naturwissenschaften und die Computerwissenschaften spielen am KFG eine ganz wichtige Rolle. Das historische Treppenhaus soll für das Schöne und Gute und für die Tradition dieser Schule stehen, in der die Geisteswissenschaften, die alten und neuen Sprachen, die Gesellschaftswissenschaften, die Philosophie, die Ethik und Religion eine große Bedeutung haben. Neue Wege wollen wir in den Methoden gehen, der Freiarbeit, den projektbezogenen Arbeiten. Ja, wir wollen die Eigenverantwortung des Lernenden und der Lernenden stärken. Auf Persönlichkeitsentwicklung legen wir viel Wert. Der Musiksaal soll für die Kreativität stehen, bildende Kunst. Das Theater spielt die Orchester und Chöre. Was wäre eine Schule, was wäre unser KFG ohne diese Angebote? Es ist eine Freude zu sehen, wie viele Talente und Begabungen unsere Schülerinnen und Schüler mitbringen. Das macht den Beruf des Lehrers, der Lehrerin so schön und ja, all das erhält uns jung. Diese Talente und Begabungen, wir wollen sie zur Entfaltung bringen. Schule ist Gott sei Dank ein Raum, in dem getanzt, gesungen, musiziert, geturnt, gemalt wird. Ein Ort, an dem auch geträumt werden darf. Ein Ort, an dem Geschichten geschrieben werden. All das möchte ich am KFG niemals vermissen. Früher bezeichnete man das KFG etwas altertümlich gerne auch als humanistisches Gymnasium. Ich lese diesen Begriff des Humanismus für eine Schule gerne mit dem Blick auf die Kinder und Jugendlichen. Unsere Schülerinnen und Schüler und ihre Bildung des Geistes und des Herzens, die sollen im Mittelpunkt unserer Schule stehen. Sich so viel Welt als möglich aneignen und mit sich selbst verbinden. So sagte es einst der alte Wilhelm von Humboldt. Bildung als einen Weg der Verbindung der Welt mit sich selbst zu sehen und sie damit aus dem Abstrakten ins Personenbezogene und Erfahrbare zu holen. Das ist auch heute noch ein ganz wichtiges Element des Lernens und hoffentlich auch des Lehrens am KFG. Immer gilt es dabei, eine Balance zwischen personenorientiertem Lernen und der allgemeinen Vorbereitungen auf die praktischen Erfordernisse des Lebens im Auge zu behalten. Ich bin fest davon überzeugt. Bildung ist mehr als die Anhäufung von Wissen. Bildung ist Bildung des Menschen. Es darf nie um ein bloßes Funktionieren der Menschen gehen. Es muss immer um die Wahrnehmung der ganzen Person in all ihren wunderbaren Facetten und Talenten und Begabungen gehen. Bildung ist ein Schlüssel für das Leben. Bildung öffnet Türen. Zu diesen Schlüsseln, die diese Türen öffnen, gehört, vielleicht darf ich es zeigen, den Respekt vor dem anderen zu stärken. Die Freiheit, eine eigene Position zu haben und sie vertreten zu können. Die Bereitschaft, den anderen zu hören und wahrzunehmen, ihn zu berücksichtigen. Den anderen eben als ganze Person zu sehen. Dazu gehört aber auch, und es wird immer wichtiger, die Höflichkeit und der Respekt im Umgang miteinander.
Ganz praktisch. Wenn wir uns im Schulhaus begegnen, dann wollen wir uns grüßen. Ein wichtiger Schlüssel heute ist die Offenheit gegenüber dem anderen und gegenüber dem Fremden auch. Diese Offenheit soll wichtiger Teil dessen sein, was wir lehren. Und etwas ganz Konkretes, der sechste Schlüssel. Der Wortschatz, den wir verwenden, er soll geeignet sein, den anderen zu respektieren, uns verständlich zu machen und den anderen auch wert zu schätzen in seiner Würde. Das ist etwas ganz Wichtiges. Liebe Eltern, Sie vertrauen uns Ihre Kinder an. Daraus erwächst unsere Verantwortung, die Ihrer Verantwortung als Eltern entspricht. So will es ja auch das Schulgesetz. Dieses gegenseitige Vertrauen ist ein wichtiger Grundstein, dass Schule gelingen kann. Das KFG ist, ich wiederhole es, ein modernes Gymnasium, das seine Tradition nicht vergisst. Es ist ein einfach strukturiertes Gymnasium, wie Sie an dieser Übersicht sehen. Alle Schüler beginnen bei uns mit den Sprachen Latein und Englisch in der 5. Klasse. Und das passt sehr gut zueinander. Englisch, die Sprache, die man spricht, die man hört, mit der man kommuniziert, die ihr Augenmerk eben auf diese Kommunikation liegen hat. Und dann die Sprache Latein, die ganz langsam das Haus der Grammatik aufbaut, die dazu hilft, Sprache zu verstehen. Beides harmoniert hervorragend. In der 8. Klasse haben dann, neben allen anderen Fächern, die der Bildungsplan vorsieht, unsere Schüler die Möglichkeit, aus den drei Profilfächern ein weiteres Profilfach hinzuzuwählen. Das ist an allen Gymnasien in Baden-Württemberg so. Am KFG können die Schüler entweder neu dazulernen in der 8. Klasse das Fach Griechisch, das Fach Französisch und das neue Fach IMP, Informatik, Mathematik, Physik, das neben dem grundständigen Mathematik und Physik die Informatik in den Mittelpunkt dieses Profilfaches stellt. Das sind drei wunderbare, tolle Wahlmöglichkeiten. Und in der Oberstufe dann lernen alle Schüler nach den Regeln der jeweiligen Oberstufenverordnung, die für alle Gymnasien in Baden-Württemberg herrscht. Ich glaube, am KFG können wir immer eine große Breite an Fächern anbieten. Den Sonderzug des Europäischen Gymnasiums, den erklären wir Ihnen ab der 9. Klasse. Der beruht darauf, dass Latein am Ende der 9. Klasse abgewählt werden kann, wenn dann darauf die spät beginnende Fremdsprache Französisch für die Griechen und für diejenigen, die IMP gewählt haben, gewählt werden kann. Dies ist gleich im Regelzug und im Hochbegabtenzug, den das KFG anbietet. Zum Hochbegabtenzug beachten Sie bitte all die Informationen auf unserer Homepage und auch die Möglichkeiten, sich zu informieren in den Gesprächen. Bildung und Erziehung, sie gehören zusammen. Es geht darum, die Kinder zu stärken, denn nur wer stark ist, kann auch Rücksicht nehmen. Hierzu haben wir am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium verschiedene Instrumente eingebaut, fest verwurzelt in unserer Kontingenttafel, Stundentafel. Wir gehen nach dem Lions Quest Programm des Lions Club vor, erwachsen werden, erwachsen sein und wollen die Kinder stärken im Umgang miteinander. Wir haben ein spezielles Sozialcurriculum, das in den Klassen 5, 6 und 7 in einer im Stundenplan verankerten Stunde gelehrt wird. Es gibt die Streitschlichter und Streitschlichterinnen, das sind Schüler, die im Konfliktfall eingreifen können. Und ganz wichtig heute, in jeder Klasse lehren wir Gegenstände unseres Präventionscurriculums, um auch hier unsere Schülerinnen und Schüler zu stärken. Pardon. Erinnern Sie sich noch? Ich sprach vorhin mit dem Blick auf das Kreative von den vielen Talenten, die es zu entwickeln gilt, denen es Raum zu geben gilt. Natürlich will ich bei diesem Punkt auch die vielen Wettbewerbe nennen, an denen KFG-Schülerinnen und Schüler als Einzelne
oder auch als Team, und das ist mir besonders wichtig, teilnehmen. Ja, das tun sie oft mit großem Erfolg. Wir wollen Türen öffnen, den Blick weiten. Wichtig und bestens repräsentiert am KFG sind die Naturwissenschaften. Worum geht es dabei? Natürlich die Regeln, die Theorien, die uns lehren, die Natur zu verstehen, zu lernen. Aber es geht auch darum, hinauszugehen. Die Natur zu beobachten, die Natur, das ist mir eigentlich der liebste Begriff, zu spüren. Es geht darum zu experimentieren, die Natur zu erfahren und ja, es geht darum zu staunen. Immer wieder zu staunen, eine Fähigkeit, die wir nicht verlieren dürfen. Eine moderne Schule mit Tradition, ja, in seiner 475-jährigen Geschichte hat sich das KFG fast in jedem Jahr immer wieder an die Erfordernisse der Gegenwart und der Zukunft anpassen müssen. So sind wir jung geblieben. Das KFG war vor 3 Jahren auch eine der ersten Schulen in Baden-Württemberg, die das Fach IMP Informatik, Mathematik, Physik, das Kombifach, als eines seiner Profilfächer eingerichtet haben. Codieren, Programmieren, das Erfassen von Messwerten mit informatischen Systemen, die Datenverarbeitung, das Steuern, aber auch die mathematischen und physikalischen Hintergründe zu verstehen. All das gehört zu diesem Fach IMP aber auch, und das ist genauso wichtig, das kritische Hinterfragen, Grenzen erkennen dieser digitalen Welt, Zusammenhänge verstehen, einordnen können. Das sind die Themen und Anliegen dieses neuen Profilfaches IMP. Ob es unsere Chöre sind, in denen wir singen, ob das die Orchester sind, in denen so wunderbar musiziert wird, ob es die Rotkreuz AG ist, in denen wir etwas über den Sanitätsdienst lernen, die Schach AG, die bereits viele Siege errungen hat, oder nicht vergessen zu erwähnen möchte ich, die Modelleisenbahn AG. Diese AG sollen stellvertretend beispielhaft für das stehen, was wir hier über den Unterricht hinaus im Angebot haben. Liebe Schülerinnen und Schüler, es ist schwer, über solche AGs zu berichten, aber ich bin mir sicher, da ist etwas dabei, das euch interessiert. Wisst ihr was? Kommt einfach zu uns und probiert es aus. Das Kreative, ich weiß, ich kann es nicht verbergen, es liegt mir am Herzen. Wenn ich jetzt anfinge zu erzählen, würden diese Präsentation kein Ende nehmen. Mein Herz ist voll davon. Es sollen ein paar wenige Impressionen für diesen Kreativbereich für sich selbst sprechen. Aber auch so etwas hört man nicht, sieht man nicht, man kann es sehen, man kann es hören, aber erfahren und miterleben, das ist das Beste, was man hier tun kann. Liebe Kinder, kommt zu uns, tut mit und erlebt unseren Kreativbereich. Am Anfang haben wir die Tür ins KFG weit aufgemacht. Ja, diese Tür soll offen bleiben, denn wir haben so wunderbare Partnerschaften in der ganzen Welt. Bald, so hoffen wir inständig, bald hoffen wir, dass wir wieder unsere Freunde in Frankreich, in China, in Irland, in Italien und in den USA besuchen können und dass sie hoffentlich bald wieder zu uns kommen können. Ein Wort gehört an einer Schule dazu. Das sind die Hausaufgaben. Ja, die gehören zu einer Schule, denn in den Hausaufgaben wird das Gelernte eingeübt und gefestigt. Es ist so wichtig, dass ihr, liebe Kinder, einen guten Platz und Zeit habt, die Hausaufgaben in Ruhe und Ordnung zu erledigen. Denn dadurch gewinnt ihr Sicherheit in allem, was ihr im Unterricht gelernt habt. Die Hausaufgaben macht ihr am besten zu Hause. Aber auch im Rahmen unserer Betreuungsangebote am KFG ist das möglich. Ganz wichtig, und ich möchte es nicht vergessen, unsere Mensa. Ob wir jetzt einen Stern im Guide Michelin für das Essen in unserer Mensa bekommen,
Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass viele, viele Kinder, Schülerinnen und Schüler jeden Mittag in unserer Mensa essen. Mens sana in corpore sano. Man kann nur gut denken, wenn es uns auch gesundheitlich und von der Ernährung her gut geht. Sie, liebe Eltern, Sie haben noch Fragen. Sie möchten mehr zum KFG erfahren, vielleicht auch über unseren hochbegabten Zug. Sie möchten uns einfach auch persönlich kennenlernen. Kein Problem. Kommen Sie zu uns, zu einem persönlichen Beratungs- und Anmeldegespräch. Auf unserer Homepage erfahren Sie, wie Sie den Gesprächstermin mit uns vereinbaren können. Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen. Natürlich können Sie auch Ihren Sohn, Ihre Tochter zum Gespräch mitbringen. Liebe Kinder, habt ihr ein paar der eingangs gezeigten Symbole erkannt? Habt ihr vielleicht sogar schon verstanden, was diese Symbole bedeuten können? Ich habe euch zu Beginn versprochen, dass wir nun gemeinsam dieses Rätsel auflösen. Das möchte ich jetzt tun. Da waren die Schlüssel. Das, was wir am KFG lernen und lehren, soll wie ein Schlüssel sein, der die Türen des Lebens öffnen kann. Da waren die Bücher. Die Bücher stehen dafür, dass eine Schule ein Haus des Lernens ist. Ihr werdet viel Neues im Unterricht lernen. Wie ein Buch soll dieses Lernen zu eurem ganz eigenen Besitz werden. Der Regenschirm, ich möchte ihn aufspannen. Eure Eltern, eure Klassenkameraden und wir Lehrer am KFG, wir wollen euch auf diesem spannenden Weg durch die Schulzeit behüten und beschirmen. Wir wollen, dass ihr gute Umstände zum Lernen habt. Den Schirm zu halten und aufzuspannen, das ist eine gemeinsame Aufgabe aller, die zur Schule gehören. Die Tür, ihr erinnert euch am Anfang, wir wollen euch gemeinsam viele Türen nach draußen öffnen. Viele Türen werdet ihr euch selbst öffnen und hindurchgehen. Und ja, das KFG will eine Schule mit offenen Türen sein. Eine Schule, die offen ist für diese wunderbare und vielfältige Welt. Und nun darf ich die Eule noch nehmen. Jetzt wäre sie mir beinahe weggeflogen. Hallo Hedwig. Ach, die kann immer so schön den Kopf drehen. Die Eule, sie ist sozusagen das Wappentier des KFG. Sie ist das Symbol von Athene, habt ihr vielleicht schon gehört, der griechischen Göttin der Weisheit und Bildung. Wie die Eule Hedwig, die Harry Potter begleitet, hoffe ich, dass ihr viel von dieser umfassenden Bildung erfahrt. Dass ihr neugierig wie eine Eule bleibt. Und dass ihr mit offenen Augen und achtsamem Sinn durch die Welt geht. Habe ich das gut gesagt, Hedwig? Prima, sie ist einverstanden. Nun konnte ich Sie, liebe Eltern, konnte ich euch, liebe Kinder, für das KFG gewinnen? Wir freuen uns auf euch und ihr seht, die Tür ist immer offen, offen für euch. Ach, wisst ihr, ich bleibe hier und warte auf euch. An dieser Stelle, liebe Eltern, möchte ich Ihnen noch ein paar wesentliche Punkte zum Anmeldeverfahren am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium mitteilen. Auf dieser Folie sehen Sie, wie an einem Ariadne-Faden
den Weg ins KFG aufgezeichnet und die ersten Stationen, die ihre Kinder im KFG erleben, wenn sie denn bei uns Schülerinnen und Schüler sind. Da sind die Anmeldeformalitäten, da ist der Kennenlernnachmittag im Juli, den wir veranstalten, damit die Schülerinnen und Schüler in den neuen fünften Klassen sich schon zu Ende des Schuljahres kennenlernen. Und da ist die erste besonders gestaltete Woche zu Beginn des Schuljahres und so hoffen wir es, dass die Corona-Entwicklung es zulässt, das Kennenlernen-Landheim im Oktober dann. Aber ja, ich muss dazu sagen, all dies ist etwas unter dem Vorbehalt, ob wir bis zu diesem Zeitpunkt die Pandemie überwunden haben werden. Um Ihnen diesen Service zu bieten und allen Eventualitäten vorbeugen zu können, Rechnung zu tragen, haben wir dieses Mal auf unserer Homepage ein Online-Anmeldetool gestaltet und geschaltet. Hier können Sie Ihre Tochter, Ihren Sohn ganz einfach auch online vorab am KFG anmelden. Schauen Sie hier bitte auf unsere Homepage. Die Online-Anmeldung ist zunächst nur eine Vormerkung für einen Platz am KFG, denn Sie müssen schließlich, so sagt es das Gesetz, die unterschriebenen Anmeldedokumente im Original noch direkt bei uns abgeben bzw. uns zusenden. Aber nutzen Sie dieses Online-Anmeldetool zur Vormerkung. Genaueres über das Anmeldeverfahren erfahren Sie auf unserer Homepage und natürlich beim persönlichen Gespräch. Melden Sie sich gerne zu diesen Gesprächen an. Mit dabei zur Anmeldung müssen Sie dann führen das Anmeldeformular, die Grundschulempfehlung, bitte im Original, nur diese dürfen wir anerkennen. Weiterhin eine Kopie der Geburtsurkunde und die Datenschutzerklärung, die wir Ihnen dann noch zusenden werden. Dann steht eine Aufnahme am KFG in aller Regel nichts mehr entgegen. Also, online vormerken lassen oder direkt die Anmeldung zu den entsprechenden Tagen schicken. Und dann darf ich alle Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen wollen, hier am KFG begrüßen. Wir freuen uns.